Wie gewissenhaft du deine Mixing-Session vorbereitest, kann entscheidend dafür sein, wie gut dein Mix nachher wird und vor allem, wie schnell du nachher beim Abmischen bist. Das Thema Mix vorbereiten ist nicht halb so beliebt wie der Vocal Reverse Delay Effekt mit Modulationstrick und Sahnehäubchen, aber ganz bestimmt doppelt so wichtig. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, wie du deine Mix-Session in 6 Schritten optimal vorbereiten kannst. Ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du bessere Musikproduktion von zu Hause aus machst. Wenn dich das interessiert, dann hau jetzt den Abonnieren-Button rein, drück die Glocke und du verpasst kein Video mehr. Wir starten jetzt! Was ich als erstes mache, noch bevor ich die Spuren reinziehe, das habe ich jetzt hier schon gemacht, aus Zeitgründen, ist immer das Songtempo einstellen. Also erster Schritt, Songtempo einstellen. Heutzutage ist es üblich, fast immer so, dass die Bands auf Klick einspielen, entweder alle zusammen, meistens aber Track by Track. Und dazu haben sie einen Klick und dann wissen sie das Tempo. Und dieses Tempo solltest du, bevor du dir die Spuren in dein Projekt ziehst, auf jeden Fall einstellen. Denn das hat 2 Vorteile. Wenn du das Projekttempo einstellst, dann liegen die Spuren oder die einzelnen Songteile hier richtig auf deinem Grid. Das heißt, du hast dann höchstwahrscheinlich einen Versanfang auf einem vollen Takt, einen Chorusanfang auf einem vollen Takt und musst nicht irgendwo hier da drin zwischen rumschnippeln später und machst dir dadurch die Arbeit viel, viel einfacher, wenn du dir das Songtempo einstellst, dass du die Songparts schneller findest, wenn du dir nachher Marker setzen möchtest und dass du immer auf dem Grid auch einfacher schneiden und bearbeiten kannst. Das wäre also Schritt Nummer 1, Songtempo einstellen, bevor du die Spuren in dein Projekt ziehst. Gehen wir weiter zu Schritt Nummer 2. Und in diesem Schritt sortiere ich die Instrumente. Du siehst hier, dass die Instrumente aus dem Projektordner alphabetisch angeordnet sind. Das heißt, es ist ein heilloses Durcheinander. Wir haben jetzt zum Beispiel das Ragtom hier unten und die Kickdrum hier oben. Dazwischen drin haben wir Lead Vocals, Organs und so weiter. Und das ist ein totales Chaos. Das heißt, wir müssen die Instrumente jetzt zuerst mal sortieren. Ich mache es immer so, dass ich die Drums ganz oben hin mache. Dann kommt Bass, Gitarren, Piano, Synthesizer, andere Instrumente und ganz unten habe ich immer die Vocals. Das kann man aber machen, wie man will. Ich mache das schon seit Jahren so und so ist es für mich am einfachsten. Das heißt, im zweiten Schritt fange ich jetzt an, hier die Track-Titel zu lesen oder die Spurnamen zu lesen und zu schauen, okay, wo sind meine Kick-Drums hier zum Beispiel oder wo sind meine Drum-Spuren? Das wären in dem Fall die, es sind hier Hi-Hats, das Ragtom, der Shaker, die Snare, Tambourine. Das kommt alles nach oben. Erstmal unsortiert und so sortiere ich jetzt grob die Schlagzeugspuren zu Schlagzeugspuren, Akustikgitarren zu Akustikgitarren, E-Gitarren zu E-Gitarren und so weiter. Wenn ich einen Track nicht weiß, wenn ich jetzt nicht weiß, was Glock 6 heißt, dann lasse ich es erstmal weg, das höre ich dann nachher beim Durchhören schnell. Aber meistens ist es schon so beschriftet, dass man immer ungefähr weiß, zu welcher Instrumentengruppe das jetzt gehört. Also so mache ich das. Ich verschiebe jetzt erstmal die Spuren, sodass wir eine logische Abfolge der einzelnen Instrumentengruppen haben, dass wir die später auch einfacher gruppieren können und dass wir eine bessere Übersicht machen. Ich habe jetzt hier mit den Drums oben angefangen, ich mache mal off-camera weiter und dann gehen wir über zum nächsten Schritt. Gut, die Spuren sind sortiert, du siehst jetzt also hier, wir haben hier ganz oben Kick-In, Kick-Out, Kick-Samples, Snares, die ganzen Trommelspuren, die zum Schlagzeug gehören, dann kommt der Bass, Akustikgitarren, elektrische Gitarren, Piano, Orgeln und unten mein Gesang. Jetzt habe ich zumindest schon mal eine grobe Anordnung und wenn jetzt irgendwas nicht ganz gepasst hat, dann hören wir das nachher beim Durchhören. Das war Schritt Nummer 2 und jetzt geht es weiter mit Schritt Nummer 3 und das ist die Regionen zurechtschneiden. Das ist jetzt auch ein visueller Vorgang. Das bedeutet, ich gehe alle Spuren durch und schaue jetzt, welche Instrumente spielen den ganzen Song über. Also ich habe den Song bis jetzt noch gar nicht angehört, das ist wirklich eine rein visuelle Fleißarbeit jetzt. Ich habe den Song noch gar nicht ganz angehört. Ich gehe hier nur visuell durch und suche nach Spuren, die nur sehr selten in dem Song spielen und beschneide die dann. Hier haben wir schon mal den ersten Kandidaten, das ist das Ragtom. Das spielt hier offensichtlich nur einen Schlag und das beschneide ich mir dann, weil das mir nachher einfach für die Übersicht besser hilft. Wenn ich nachher jetzt hier unten im Mixer bin und möchte das Schlagzeug mischen und sehe das Ragtom und es spielt ewig nicht, dann müsste ich jetzt erst hier wieder hochgehen und rumzoomen, wo spielt das eigentlich? Und wenn ich jetzt das hier beschnitten habe, dann sehe ich, ah, spielt nur an dieser Stelle und dann kann ich da gleich hinspulen. Ja, bei solchen Sachen mache ich das jetzt nicht unbedingt, aber jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen sehr offensichtlichen Kandidaten haben.
wo es ganz offensichtlich ist, hier zum Beispiel Gitarre-Intro. Das ist auch sowas, das können wir auch beschneiden. Einfach das, was nachher auch schneller finden. Ja, das mache ich jetzt visuell für alle Tracks, weil mir das für die Übersicht später einfach hilft, wenn ich im Mix bin und schaue jetzt Gitarre-Intro oder Picking-Gitarre, wo spielten die eigentlich? Bin jetzt hier hinten im Mix an meiner Hauptmixing-Stelle und dann muss ich da nicht ewig rumsuchen, sondern ich sehe gleich visuell dann im Arrangement-Window, sehe ich dann gleich, ah, das ist hier und kann da hinspulen. Das mache ich auch mal kurz off-camera, einfach die Sachen jetzt beschneiden. Gut, ich habe die Spuren jetzt grob beschnitten und das hat, wie gesagt, den Vorteil, dass ich zum einen schneller Instrumente finde, wenn ich beim Abmischen bin, nachher die nur an sehr wenigen Stellen spielen. Aber es hat auch den Vorteil, dass ich schon so eine grobe Songstruktur ein bisschen erkennen kann. Ich finde das auch immer sehr vorteilhaft. Ich sehe jetzt zum Beispiel schon mal hier, ohne den Song gehört zu haben, okay, hier geht wohl ein bisschen mehr ab. Hier geht die Luzi ab, hier spielen relativ viele Instrumente. Da werde ich wahrscheinlich dann nachher auch anfangen zu mischen. Und ich habe schon mal so einen ganz groben Songüberblick, wie dieser Song aufgebaut ist, an dem ich mich so ganz grob schon mal orientieren kann. Und das macht die Sache zunächst schon mal jetzt für den Anfang recht übersichtlich. Weiter geht's mit Schritt Nummer 4. Und das ist, jede Spur einzeln kurz solo anzuhören. Ich fange hier bei der Kick oben an, schalte auf Solo und dann gehen wir mal durch. Da sind hier die Kicks, Snare, Rectum ist nur da. So, spätestens hier haben wir jetzt schon den ersten Spaßverderber. Hier steht Floor Tom. Ja, hier steht Floor Tom und hier siehst du die Waves hier, die Waveformen von dem Floor Tom. Das ist keine Floor Tom-Spur. Diese Floor Tom-Spur hat wahnsinnig viel Bleed oder Übersprechungen von den anderen Trommeln. Ja, hier spielt kein Floor Tom. Wenn du genau hinschaust, siehst du jetzt, genau, das sind die Floor-Tom-Schläge. Hier spielt er jetzt gleich. Das war's jetzt. Ja, das heißt, hier könnte ich jetzt zum Beispiel gleich schon mal vermeiden, dass ich mich dann später aufreg, warum das Schlagzeug so verwaschen ist, weil ich nicht richtig aufgepasst habe und hier nicht die Spuren einzeln durchgehört habe. Hier könnte ich das jetzt zum Beispiel einfach beschneiden und könnte nur diese Floor-Tom-Spuren, also nur diese beiden, ich mache es jetzt mal ungenau, ist jetzt nicht so wichtig, diese beiden Floor-Tom-Spuren hier freimachen. Und dann haben wir hier keinen unnötigen Mumpf mehr von diesem Floor-Tom. Und das ist wirklich richtig wichtig. Deswegen ist der Schritt so wichtig, das hier alles durchzuhören. Wir können es mal hier nennen. Ich höre jetzt mal nicht alles durch. Der Bass hier. Electric Chunk. Der nächste Kandidat. Also hier starkes Verstärkerrauschen. Deswegen höre ich mir das immer solo an. Also siehst du es hier auch schon. Du hast hier immer, wenn er nicht spielt, starkes Verstärkerrauschen. Wenn du diesen Schritt jetzt nicht machst, das heißt, du hörst die Spuren nicht einzeln vorher an, dann vergisst du es und fängst gleich an mit deinem Gesamtmix. Dann hast du das Problem, dass dieses Verstärkerrauschen sich jetzt aufschaukelt, wenn du zum Beispiel eine EQ-Bearbeitung machst, wenn du eine Kompressorbearbeitung machst. Hast das vorher noch nie angehört, möchtest vielleicht deinen statischen Mix machen als deinen Anfang, also deinen Anfangsmix. Fängst dann an mit Bearbeiten, machst es schlampig oder machst gar kein Editing, was wir jetzt machen. Dann hast du hier ein Verstärkerrauschen, das dir nachher nur Lautstärke auf deinen Mix bringt, wo es gar nicht sein soll. Ne? Deswegen würde ich das jetzt in diesem Fall hier einfach muten, beschneiden. Würde es natürlich jetzt sauberer machen. Ja, also hier das Verstärkerrauschen gleich sauber bearbeiten, sauber rausschneiden, damit ich dieses Problem nicht habe. Und deswegen ist dieses einzelne Spuren durchhören so wahnsinnig wichtig. Das war's mit Schritt Nummer 4 und es geht weiter mit Schritt Nummer 5. Und das ist, die Spuren sinnvoll zu benennen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Spuren so benannt sind, dass du nicht schnallst, was abgeht. In diesem Fall hier werde ich sie jetzt nicht umbenennen, weil Kick ist klar, Hi-Hat, Floor Tom ist klar, die Glocks, das sind so Glocken hier. In diesem Fall muss ich das jetzt nicht machen. Wenn es aber chaotisch wäre und es wären irgendwelche kryptischen Beschriftungen, dann würde ich jetzt in diesem Schritt die Spuren ordentlich beschriften, sodass ich es verstehe, um was es geht oder welches Instrument es ist. Und damit geht es auch schon weiter zu Schritt Nummer 6. Und das ist, die Spuren sinnvoll einzufärben. Das mache ich jetzt kurz off-camera und dann geht es auch schon weiter. Okay, ich habe die Fleißarbeit gemacht. Die Spuren sind jetzt eingefärbt.
Und hier sind meine Drumspuren in braun, Bass ein bisschen heller und so weiter. Das sieht alles jetzt hier ordentlich aus. Und es sieht auch im Mixer ordentlich aus. Du siehst hier sehr schnell und sehr übersichtlich dann die Spuren angelegt. Ich sehe sofort, okay, hier sind die Vocals, hier Gitarren, hier akustische Gitarren und so weiter. Und jetzt können wir uns einfach nochmal zum Vergleich die unbearbeiteten und ungeschnittenen Spuren anschauen. Und da haben wir hier ein blaues Chaos, das natürlich viel, viel weniger übersichtlicher ist als diese schön sortierten Spuren hier. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Zusatztipp, den ich vorher schon angesprochen hatte. Es ist sehr sinnvoll, sich Marker anzusetzen. Also ich höre mir den Track dann durch oder das ganze Mixprojekt dann durch nochmal, um einen ersten Eindruck zu kriegen, ohne irgendwas am Mix überhaupt zu machen. Dann nehme ich mir eine Spur her, die besonders gut funktioniert. Ich mache es jetzt hier mal einfach willkürlich. Ich nehme die Spur hier und lege mir über diese Spur dann Marker an, also bei der, wo es mir am einfachsten fällt. Und jetzt kann ich hier einfach dann reinschreiben, Intro, Vers und so weiter. Und habe dann hier einen sehr guten Überblick und kann hier auch dann relativ schnell dann zu den einzelnen Songparts hin und her scrollen. Noch ein kleiner Zusatztipp. Ich mache das Editing grundsätzlich immer am Abend vorher. Wenn ich mich nicht mehr so sehr konzentrieren muss, weil das kriegt man auch noch so irgendwie hin, dann hast du viel mehr Bock, dich morgens auch hinzusetzen. Zumindest mir geht es so, mich hinzusetzen und wirklich mit frischen Ohren an den Mix zu gehen und an die Arbeit zu gehen, die Spaß macht. Übrigens gibt es noch einen sehr wichtigen Zwischenschritt, bevor du jetzt anfängst mit dem Mixing, und das ist das Gain Staging. Das bedeutet, dass du sicherstellst, dass die Eingangspegel deiner ganzen Spuren auch nicht zu laut sind. Was das genau ist und wie das funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Schau mal rein, wenn dich das interessiert. Richtiges Gain Staging ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, bevor du mit dem Mix beginnst. Ansonsten kann es später auch Probleme geben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über neuen Abonnenten. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.